Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Wir haben alle einen Flitzer gemacht und wieder Jakob an Bord. Wir haben Jakob wieder da, ja. Zum Glück hat er noch einen aufgeladenen Akku gehabt. So sieht's aus. Ja, vielen Dank, Leute, dass ihr alle so dranbleibt und noch weiterhin auch in der Pause diskutiert über die Urheberrechtsreform. Es sind auch wieder neue Fragen in den Discord eingeflattert. Vielen, vielen Dank dafür. Ausrufezeichen, Fragen und vielleicht nochmal Shoutouts an beide Gäste, an Jakob und an Dekadent. Und ja, wir gehen so langsam schon in den letzten Fragekatalog. So sieht's aus, ja. Und der Daniel... Daniel, ja, wir hatten das gerade, Karl hat so ein bisschen was über Demos angerissen. Meine Frage, wir fangen an mit Jakob. Wart ihr beide auf Demos aktiv? Was habt ihr dort gemacht und habt ihr nur teilgenommen oder habt ihr vielleicht auch eine Message in die Welt hinaus gespreadet? Ja, wie sieht's aus? Was habt ihr gemacht so im Vorfeld auch, bevor es beschlossen war? Ja, also ich war bisher bei jeder Demo in Köln dabei. Und muss da erstmal sagen, es ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl, dass man da so viele Menschen um sich hat, die einfach sich für dasselbe interessieren. Und ich bin froh, dass es auf jeden Fall friedlich abgelaufen ist. Und ich selber habe eine Rede gehalten über die Tape Challenge oder halt Real Life Bots. Ja, was halt einfach eine Aktion quasi gegen Artikel 13 ist, um darauf aufmerksam zu machen, dass man da eben Angst vor Zensur hat. Was genau ist die Tape Challenge? Die Tape Challenge ist quasi eine Challenge gegen Artikel 13, wo jeder quasi ein Selfie machen kann mit Tape auf dem Mund oder halt einen Klebestreifen. Und das ist halt entweder ein Selfie oder ein Foto, das ist eigentlich egal, dass man dann einreichen kann, was ich dann auf Instagram poste. Und der Ausdruck soll davon sein, wegen dem Tape halt, um darauf hinzuweisen, dass gefühlt zumindest so viele Menschen ignoriert werden, denn statt sich mit auseinanderzusetzen, wird halt gesagt, okay, wir tun das ab, das sind bezahlte Leute, was halt meiner Meinung nach ein Riesenfehler ist, da man so eine Wählerschaft komplett enttäuscht. So ein kleiner Hinweis halt darauf, dass eventuell Zensur stattfinden könnte in Zukunft. Jetzt natürlich nicht in den nächsten paar Jahren, aber es ist ein offener Weg dazu. Kann es zumindest sein. Kurze Frage noch zu dieser Tape-Challenge, nur dass die Zuschauer das verstehen. Hast du das ins Leben gerufen oder wer hat das gemacht und wer hat alles mitgemacht, so wen man so kennt vielleicht von der medialen Welt? Ja, also ich habe selber ins Leben gerufen, habe dann dadurch, dass Unge und Revi mein Video dazu reagiert haben im Livestream, habe ich da halt rausgehört, dass halt Revi das auch schon mal gemacht hat, also halt ein Video mit Tape auf dem Mund, aber das halt nicht als Tape-Challenge benannt hat. Da mitgemacht haben jetzt schon recht viele. Julia Beautix, Toni Pirosa, Felix von der Laden, Iblali, da sind sehr, sehr viele auf jeden Fall dabei und sehr, sehr viele haben da auch noch das Interesse dran mitzumachen und wird wahrscheinlich auch auf der nächsten Demo noch dazu eingeladen. Okay. Karl, hast du schon mal was von der Tape-Challenge gehört und warst du auf Demos und so aktiv? Ja, ich war auf Demonstrationen aktiv. Also ich war auf der ersten Berliner Demonstration, bis Simon Will aufgetreten ist. Da bin ich dann nach Hause gegangen. Dann war ich bei der spontanen Demonstration, bei dem Eilantrag, diese Abstimmung vorzuverlegen. Da war ich nicht, weil das hat vor der CDU-Zentrale hier in Berlin stattgefunden. Und ich glaube, dass man sowas nicht politisieren sollte, indem man gegen Einzelparteien oder Personen schießt, sondern gegen die Sache an sich. Mhm. Deshalb war ich da nicht am Start. Und bei der großen Demonstration in Berlin war ich ebenfalls vor Ort.
habe aber keine Reden gehalten. Ich habe eine eingereicht, wurde allerdings nicht behandelt. Weil ich bin kein großer Fan davon, spontan auf die Bühne zu gehen. Ich gehe da mit einem höheren Anspruch rein und ja. Das heißt, du hast eine Rede eingereicht, aber die wurde nicht zugelassen, ja? Doch, die wurde, also ich weiß nicht, ob die zugelassen worden ist, die wurde, glaube ich, einfach nicht behandelt. Also okay. Da wurde nicht drauf angegangen. Ich habe zwei Reden verfasst und habe gesagt, die dürfen auch gerne verwendet werden, falls irgendeiner spontan auf die Bühne will. Ja, okay. Einfach ausdrucken, in die Hand drücken und Feuer. Aber ich war auch so weit hinten, dass ich war am Technowagen, dass ich von den Reden in Berlin selbst gar nichts mitbekommen habe. Also da war ich zu weit hinten, da waren zu viele Menschen. Okay. Ja. Dort, das ist doch Discord da. Ich hatte im Discord was. Ich habe die Frage das war die erste Frage tatsächlich, aber ich habe gelesen, da kommen wir tatsächlich nochmal im Nachhinein drauf zu sprechen. Das ist eine ähnliche Frage von Angel. Wir haben so viele Fragen, ich komme gar nicht mehr hinterher. Vielen, vielen Dank, dass ihr da mitmacht, echt. Daher, Daniel, du kannst ruhig die nächste Frage stellen. Okay, dann bleiben wir noch ein bisschen bei den Demos, bei Kommunikation, bei Reden. Wie habt ihr das wahrgenommen, Karl vielleicht? Die Art und Weise der... Ich habe hier in den Sendungen immer versucht zu sagen, Leute, lasst uns kommunizieren, es geht um eine Sache. Wie habt ihr das wahrgenommen? Ich finde, gerade ein bisschen abgeschwächt, weil gerade kannst du ja erstmal, man muss warten einen Moment lang, aber die letzten Wochen waren ja massiv. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie habt ihr die Reden wahrgenommen, die Kommunikation untereinander? Die eine Seite möchte das, die andere Seite möchte das. Auf beiden Seiten wurde viel gesagt. Karl, wie hast du das wahrgenommen und was würdest du dir eigentlich... Was würdest du dir wünschen? Wie hätte man es oder wie kann man das anders machen? Also im ganz großen Stil, also wenn ich ein Resümee ziehen müsste, würde ich sagen, dass es insgesamt sehr peinlich war. Weil man kann sagen, was man will, das wurde instrumentalisiert. Zunächst von Großkonzernen und anschließend dann von Influencern. Es ging dann im Endeffekt nur noch darum, für sich selbst in irgendeiner Form Reichweite zu generieren. Durch das Aufmerksam machen. Es wurden Aktionen ins Leben gerufen, die zwar unter dem Schleier des Protests stehen, aber dann doch sehr, sehr uninformiert waren, sehr, sehr falsche Nachrichten versendet haben und dann doch zur Reichweitengenerierung missbraucht worden sind. Und ich glaube, darum geht es nicht. Bei politischen Demonstrationsaktionen oder allgemein bei politischen Aktionen sollte es nie darum gehen, einen VIP-Bereich um einen Demonstrationszug zu ziehen, sondern immer darum, die eigentliche Nachricht zu verbreiten. Und ich glaube, darauf wurde sich nicht konzentriert. Es ging nicht darum, Informationen zu verbreiten. Es ging nicht darum, klar auszudrücken, warum wir dagegen sind und warum das scheiße ist, sondern es ging darum, die ganze Aktion als solches zu instrumentalisieren. Ich habe nur sehr, sehr wenige Reden und Vorträge gehört, in denen auf die eigentlichen Problematiken hingewiesen worden sind. Es war viel mehr das dumme Schreien von irgendwelchen Parolen. Und ich kann das verstehen, dass man gerade als Person, die vielleicht nicht so wirklich informiert ist oder das Fassungsvermögen hat, das Ganze zu begreifen, seinen Hass, den man dann zugespielt bekommen hat, auf Einzelpersonen oder Parteien zu fokussieren, das kann ich nachvollziehen, aber das ist nicht meine Herangehensweise. Ich bin da auch ein bisschen zu alt für, glaube ich, um diese komplette EU-Urheberrechtsreform auf das Scheitern der CDU oder auf Axel Voss zu fokussieren. Das finde ich nicht angebracht und das finde ich auch nicht in Ordnung und das finde ich auch nicht sinnführend, weil man muss es so sehen. Ich finde, bei Diskussionen muss man sich immer in die Seite der Gegenpartei hineinversetzen. Und bei einer schlüssigen Diskussion oder bei einem schlüssigen Diskurs geht es nicht darum, die Gegenseite von der eigenen Meinung mit Druck oder Nachdruck zu überzeugen, sondern es geht darum, zu verstehen, was will der? Und vor allem von der Gegenseite wahrzunehmen, wie kommt mein Protest bei dieser Person an? Und wenn ich Axel Voss bin und ich mir von 100.000 YouTubern anhören muss, dass ich stinke und dass meine Partei Kacke ist, dann nehme ich die nicht ernst. Und dann kann ich Axel Voss auch nicht zum Vorwurf machen, dass er das nicht ernst nehmen kann. Weil ich selber kann es nicht ernst nehmen. Es gibt sehr, sehr viele Kritikpunkte, die man ernst nehmen hätte können. Es gibt sehr, sehr viele Kritikpunkte, die auch innerhalb dieser Reden genannt worden sind, die man hätte ernst nehmen müssen. Aber zum ganz großen Teil war das
das dumme, stumpfe Hinunterblubbern von irgendwelchen dämlichen Parolen, die nicht zielführend waren. Und das hat einen sehr, sehr bitteren Nachgeschmack für mich persönlich bei dieser ganzen Protestaktion, an der ich auch teilgenommen habe oder dann im Nachhinein teilnehmen musste. Also fassen wir zusammen bei dir, das Aufeinanderprallen von Parteien hat noch nie in irgendeiner Form auch zu was geführt, das sag ich immer in den letzten Tagen, der Dialog, ja, das Verständnis, beide Seiten zu sehen, zu belichten und dann vielleicht irgendwo in der Mitte sich auszutauschen, das fehlt dir so ein bisschen. Jakob, du bist selber, wie gesagt, YouTuber, hast du gesagt, und Wie hast du so die Kommunikationsführung von deinen Kollegen, von den Influencern auf YouTube wahrgenommen? Gerade auch Herr Newstime hat da ja sehr viel Informationen in die Welt gespreadet. Wie hast du das so wahrgenommen und wie stehst du dazu als Content Creator auf YouTube? Also bei Herrn Newstime muss ich sagen, er hat meiner Meinung nach in vielen Punkten und zu vielen Zeitpunkten sehr gut berichtet, hat aber natürlich auch einige Fehler gemacht und da wirklich in einigen Punkten auch sehr übertrieben, was ich natürlich auch nicht wirklich unterstütze. Allerdings letzten Endes hat er wirklich versucht, möglichst schnell zu informieren, und das halte ich auch für recht gut, denn das ist wichtig heutzutage. Was kritisierst du oder wo sagst du, das ist zum Beispiel so ein Punkt, den kritisiere ich, das hätte man vielleicht anders machen können? Also vor allem fand ich so, gerade bei der Berliner Demo hat man das ja auch gesehen, ich weiß nicht genau welches Datum das war, wo Sam Will auch aufgetreten ist, fand ich es einfach ein bisschen sehr überzogen, da so eine Parole in, also so total überzogen und ja, lautstark rauszuhauen, was wirklich an ältere Zeiten erinnert hat. Okay. Ich habe das nicht mitbekommen. Karl guckt schon so. Karl, wie ist denn deine Ansicht zu den öffentlichen Debatten von Herrn Newstime zum Beispiel? Ich habe in der Vergangenheit sehr lange darüber nachdenken müssen, welchen Begriff ich verwenden kann, der in irgendeiner Form positiv ist, weil es gibt positive Aspekte. Das Engagement an sich fand ich... Ich kann nicht löblich sagen, weil ich kann Herrn Newstime nicht loben. Aber es war respektabel. Also ich respektiere, dass sich ein SPD-Parteimitglied für ein politisches Thema engagiert. Aber das ist auch falsch. Ich fand's kacke. Ich fand alles scheiße, was der gemacht hat. Der hat im Endeffekt ich weiß es nicht. Also er hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen, vor allem sehr, sehr viele junge Menschen, den falschen Eindruck dieser Debatte bekommen haben, falsche Thesen aufgegriffen haben und als Wahrheit in die Welt getragen. Und für mich war das unterm Strich super peinlich. Super peinlich. Bei sehr, sehr vielen Videos habe ich schon arg schlucken müssen. Ja, die Berichterstattung als solche war wichtig und richtig, aber die Art und Weise ging voll in die Hose. Aber ich kann ihm da auch keinen Vorwurf machen, weil, und das ist auch ein Phänomen, das Jakob an seinem YouTube-Kanal entdecken kann. Ich meine, der hat ein Video gemacht, wo er den Finger gegen Axel Voss erhoben hat und hat gesehen, dass das klicktechnisch gut ankommt. Und seitdem kommt hier im Minutentakt irgendein Livestream, wo er irgendwelche Fragen beantwortet. Das funktioniert halt. Wenn etwas funktioniert, dann macht man das weiter. Und dann geht man den Weg des wenigsten Aufwands. Und ich glaube, den ist Thomas gegangen. Vielleicht kriegen wir ja Herrn Newstime auch in unsere Sendung und dann kann man vielleicht auch in den Dialog gehen mit Herrn Newstime. Vielleicht steht dann auch nochmal Karl zur Verfügung oder andere Twitch-Kritiker. Mal gucken, ob wir das für... Bitte? Ja, wir gucken mal, wie wir das hinbekommen. Genau, ich würde tatsächlich, Daniel, wir haben die nächste Frage, aber ich finde die Frage hier von Angel sehr, sehr gut, die würde ich gerne einbringen. Wie wichtig ist euch ein sachlicher Diskurs in der aktuellen Diskussion rund um Artikel 13 und was meint ihr, woran liegt es, dass dieser sachliche Diskurs oft verlassen wird und einen sehr persönlichen Charakter bekommen hat? Ich würde gerne mit Karl hier anfangen und dann rüber zu Jakob gehen. Karl, wie siehst du das? Also im Grunde vielleicht noch, Daniel, das war deine Frage, ich nehme dich jetzt einfach mal ist weg. Okay, ist okay. Dialog oder Konfrontation im kurz gefasst, was ist besser? Also
Konfrontation ist in vielen, vielen Bereichen politisch notwendig. Konfrontieren bedeutet auch nicht immer uninformiert sein. Konfrontieren bedeutet nicht immer zu polarisieren. Konfrontieren ist grundsätzlich nichts Schlechtes oder Negatives. Aber die Art der Konfrontation, wie sie innerhalb dieser Protestwelle quasi behandelt, also angegangen worden ist, die fand ich schon sehr, sehr schlecht und sehr, sehr unsachlich vor allem. Es wurde sich ständig nur gegenseitig irgendeinen Scheiß vorgeworfen, der zur eigentlichen Sache überhaupt gar nichts beizutragen hat. Und es wurde sehr, sehr viel umformuliert, es wurde sehr, sehr viel fehlinterpretiert, es wurden ultra viele falsche Begrifflichkeiten verwendet und dann zum Fakt erklärt. Und das fand ich schon unterm Strich super peinlich, also sehr peinlich. Jakob, wie siehst du das? Denkst du eher Dialog oder sagst du, nee, volle Konfrontation, wir schreien hier die Parolen raus und Abfahrt? Also ich denke, beides führt ja zum Erfolg. Nur das Problem ist, glaube ich, dass dieser Dialog nie richtig stattgefunden hat, weil man uns entweder nicht die Möglichkeit gegeben hat oder halt sofort versucht hat, uns irgendwie abzustempeln. Und dann ist es klar, dass man sich meiner Meinung nach nicht ernst genommen fühlt als Betroffener und es dann zu einer Konfrontation kommt. Denn das ist halt... So fühlt man sich einfach, wie gesagt, ignoriert und nicht ernst genommen. Da habe ich eine Frage zu, wenn ich da kurz einhaken darf. Ja. Hat man vielleicht auch der Gegenseite nicht den Dialog gegeben und gleich auf Konfrontation gezielt? Man hätte sich sehr gerne, denke ich, mit den Politikern unterhalten. Nur was man einfach merkt, ist, dass beide Seiten gegeneinander ankämpfen. Mal mehr, mal weniger. Und das ist, glaube ich, das Riesenproblem dabei. Aber es wird auch nicht besser, wenn immer weiter darauf rumgehackt wird. Also das ist so ein Riesenproblem, finde ich. Aber Jakob, du hast eine große Ehre. Wir kämpfen mit einem 15-köpfigen Team seit Wochen. Wirklich, mit Redakteuren und allem drum und dran. Mit Journalisten, wirklich. Kein Scheiß, Leute. Wir kämpfen seit Wochen um die CDU. Wir wollen gerne mit denen reden. Und das meinen wir jetzt ernst. Wir wollen gerne die Sicht der Dinge. Wir hatten alle Parteien hier zu Gast. Es fehlt die CDU. Und wir würden gerne mit denen reden. Und wir haben auch Kontakt zum Büro Axel Voss. Und da gibt es viel Austausch. Heribert Hirte auch. Heribert Hirte und wie sie alle heißen. Da gibt es viel Austausch. Aber die letzte Bestätigung fehlt uns gerade. Du hattest diese großartige Möglichkeit, in den Dialog mit Axel Voss zu gehen. Meine Frage ist, wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie bist du in diesen Dialog gegangen? Und ja, was also sind die Ergebnisse? Erstmal war es, wie man auch im Video, meine ich, gesehen hat, kein richtiger Dialog, da einfach die Möglichkeit dann doch nicht ganz vorhanden war. Und mir wurde halt von Save the Internet mitgeteilt, dass halt Axel Voss am 28.03. einen Bürgerstammtisch da in Hürth halt in der Nähe von Köln gibt. Eigentlich zum Thema Straßenumbau da, und da wurden sehr, sehr viele Senioren auch zu eingeladen. Wir waren dann da zu 15 Leuten und da waren so ein paar dabei, die auch Fragen vorbereitet hatten. Bei mir war es allerdings so, ich wollte mir das erstmal anhören, was also Axel Voss da die Möglichkeit geben, sich zu äußern und dann Fragen spontan stellen. Und da habe ich auch so ein paar überlegt gehabt, unter anderem halt auch, warum man als junger Bürger noch die CDU wählen sollte, was natürlich erstmal sehr provokant und aggressiv klingt, aber es ist meiner Meinung nach eine sehr berechtigte Frage, wenn man versucht, junge Menschen so zu in Schubladen zu stecken, von wegen, ihr werdet alle bezahlt oder so. Das, finde ich, ist kein faires und respektvolles Verhalten gegenüber von beiden Seiten. Und mir ging es ja auch nicht drum, wirklich gegen Axel Voss zu schießen, sondern mir ging es darum, einfach, ja, da mal drauf aufmerksam zu machen, dass man sich ignoriert fühlt. Und da war es halt dann so, dass zwei Leute dabei waren, die sehr, sehr viele Fragen gestellt haben, wo man auch gemerkt hat, dass Axel Voss da deutlich mit überfordert war, unserer Meinung nach. Da waren noch sehr viele Senioren noch im Raum zu dem Zeitpunkt,
die uns am Ende auch noch zugestimmt haben und Axel Voss selber gesagt haben, ich muss die Jugend schon unterstützen und die Sorgen verstehen und man hätte es besser machen sollen, bevor man sowas jetzt beschließt. Genau, und es war meiner Meinung nach, man hört es auch von verdammt vielen anderen Leuten, die mit Axel Voss bisher geredet haben, auch Politiker, dass es in gewissen Punkten wirklich unmöglich ist, mit Herrn Voss da wirklich zu diskutieren, weil er eine Taktik hat, um die man zwar umgehen kann, was ich meiner Meinung nach auch gut getan habe, allerdings ist es halt so, dass es trotzdem nicht zum Ergebnis führt, weil man einfach nicht daran kommt. Also es ist unfassbar schwer, da irgendwie einen Diskurs zu führen. Okay. Karl, vielleicht, wenn du an der Stelle gewesen wärst oder wenn du irgendwann mal die Chance hättest, mit Axel Voss in den Dialog zu gehen, was würdest du anders machen, beziehungsweise was würdest du Axel Voss dann fragen? Also vielleicht anders, was Jakob hier gemacht hat? Das ist ultra schwer, weil sowas benötigt eine sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich kann dir jedenfalls garantieren, dass ich so ziemlich alles, was da in dem Video passiert ist, anders gemacht hätte. Weil als erwachsene Person und ich habe im Vorfeld dieses Interviews oder dieser Diskussionsrunde ein Stück weit auch recherchieren müssen. Und ich weiß ja, dass Jakob kein Problem damit hatte, den Finger zu erheben gegen Axel Voss. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich, als ich das Video gesehen habe, ist etwas passiert, das noch nie passiert ist. Und zwar habe ich mit Axel Voss sympathisiert. Das ist noch nie passiert. Innerhalb der letzten 6 Monate, wo ich mich intensiv mit der Thematik beschäftige, habe ich noch nie mit Axel Voss sympathisieren müssen. Bis auf den gestrigen Tag. Gestern habe ich wirklich mit Axel Voss sympathisiert, weil ich das einfach eine Herangehensweise fand, die so unglaublich respektlos auf so vielen Ebenen war, dass ich wirklich los musste. Also ich musste wirklich los. Ich habe dann auch recherchiert, was die eigentliche Frage war. Ich habe diese Umfrage vom ZDF aufgegriffen und habe dann gelesen, was gestellt worden ist und was Axel Voss damit gemacht hat. Und oh, Detail fand ich das nicht schlecht, was er da gesagt hat. Also ich fand, das war eine absolut ausreichende Antwort auf die Initialfrage, die dann allerdings mit Fehlinformationen korrigiert wurde und dann anschließend mit erhobenem Finger zu einer Entschuldigung gedrängt. Und das ist einfach so unglaublich respektlos. Deswegen bin ich kein Politiker, aber wenn ich da gestanden wäre und mir ein 18-Jähriger den nackten Finger ins Gesicht gedrückt hätte, ich hätte meine Securities geholt und hätte ihn draußen mit der Handinnenfläche tätowieren lassen. Also wirklich. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Wie siehst du das, Jakob? Hast du eine andere Meinung im Nachhinein vielleicht auch? Also erstmal fand ich auch, dass meine Redensart, sage ich mal so, meine Tonlage, hätte sich natürlich da ein bisschen, also hätte ich natürlich sachlicher benutzen können, sagen wir es so. Und um das mit dem Finger aufzugreifen, das haben ein paar Leute mir natürlich auch geschrieben. Ich finde es nicht respektlos und auch nicht schlimm, den Finger gegen eine Person zu erheben, weil es für mich nichts aussagt. Für mich sagt es aus, ey, pass auf. Und genau das ist das Ding. Axel Voss hat nicht aufgepasst. Er hat versucht, drumherum zu reden. Er hat mich meiner Meinung nach nicht respektiert. Wenn man sich gegenseitig respektiert, dann wäre ich auch anders damit umgegangen. Währenddessen. Ich habe aber gestreamt, das wurde mir vorher von der CDU persönlich. Du bist gerade abgehakt, warte kurz. Wenn du uns hörst, halte den Punkt, damit wir hier ansetzen können. Du bist gerade vom Ton und vom Bild weg. Da musste er vielleicht los. Oder das Internet, man weiß es nicht. Wir warten ganz kurz. Hier möchten wir natürlich erstmal natürlich auch Jakob die Chance geben, da weiterzureden. Und dann kann Karl vielleicht da auch was zu sagen. Wir gucken mal, vielleicht kommt er wieder. Ich habe gerade die Bemerkung unserer Redaktion gelesen. Ja. Okay. Ja, wir warten einfach mal.
Wir gucken, der kommt, wir hatten, da ist er wieder, du bist wieder, warte, da ist er wieder, Moment. Jakob, du warst gerade eben, du warst die ganze Zeit weg, 2 Minuten weg. Du hast jetzt einen Monolog gehalten, was? Den hat wahrscheinlich keiner mitbekommen. Okay. Kannst du noch mal ansetzen bei, dass du es, wie gesagt, nicht respektlos findest, sondern dass du gefühlt hast, dass Axel Voss dich respektlos behandelt hat? Ja, also ich fand es erstmal respektlos, uns so vor den älteren Leuten, die da im Raum waren, so darzustellen, als wären wir die Idioten, die sich für etwas einsetzen, was anscheinend nur 10% nicht wollen. Was aber gar nicht so stimmt, denn er hat die Umfrage in einem komplett anderen Kontext benutzt. Für mich ist es ein komplett anderer Kontext, die Frage zu stellen, ein gutes Beispiel ist da, ob man eine Urheberrechtsreform möchte oder halt diese Urheberrechtsreform. Und da hat Axel Voss auch immer wieder gesagt, ja, aber die Leute haben ja dafür gestimmt, dass die Urheberrechtsreform super ist, was aber gar nicht stimmt. Es geht ja darum, dass eine Urheberrechtsreform super wäre, aber es geht dann nicht explizit darum, dass Artikel 13 so super wäre. Das ist einfach meiner Meinung nach zu weit hergeholt. Da muss man sich klar definieren. Und ich weiß nicht, ob ich das mit dem Finger, ob das eben drauf war. So halb. Tu es einfach nochmal wiederholen, dann haben wir das auch noch. Ja, also mit dem Finger fand ich... war angemessen. Wenn man, wenn Respekt nicht auf Gegenseitigkeit beruht, dann versuche ich natürlich den Respekt einzuholen. Und ich finde, dieser Finger war einfach nur ein Signal dafür, von wegen, hören Sie mir zu, respektieren Sie mich auch selber. Und ich finde, dieses drauf rumhacken, dass ja ein Finger sowas Schlimmes wäre, ich verstehe es nicht. Das ist was, was man vielleicht vor 100 Jahren gesagt hat. Mit nackten Finger zeigt man nicht auf angezogene Leute. Das ist für mich völlig, völlig sinnfrei. Man hatte früher gesagt, Schwule dürfen nicht heiraten. Wo ist der Sinn? Warum hält man an alten Sachen fest, wenn es um ein so aktuelles Thema geht? Da verstehe ich das einfach nicht. Ich finde es absolut nicht schlimm. Das ist natürlich Meinungssache, aber für mich ist da kein Punkt wegen dem Finger, wo ich sage, okay, das kann ich nachvollziehen, weil für mich war dieser Finger einfach nur ein Signal von wegen, hören Sie mir zu und nichts Respektloses. Okay, so, vielleicht die Gegenseite, ja. Karl? Also ich weiß nicht, wo du den Vergleich hergezogen hast, aber den können wir bitte schon mal direkt wieder alles streichen. Ich glaube also wirklich, du kannst schwulen Ehe nicht mit erhobenem Finger. Es ging um alte Sachen. Das ist nicht alt, das ist eine Form von Respekt. Respekt bedeutet, man ist dem Gegenüber auch innerhalb einer Diskussion zunächst respektvoll. Und jemanden mit erhobenen Fingern zu unterbrechen, ist ein Mittel des Disrespects, um es mal in Gangsprache auszudrücken, den man insbesondere auf politischer Ebene, wenn man ernst genommen werden möchte, nicht wählt. Was ist daran respektlos? Erklär's mir, das ist was Gesellschaftliches, was sich eingeprägt hat. Nein, das ist ein körperlicher Akt. Was ist daran respektlos? Also rein historisch ist es so, dass Gott durch den Zeigefinger kommuniziert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber... Ich bin aber nicht gläubig, ich bin Atheist. Das ist scheißegal, ob du gläubig bist oder nicht, aber das ist gesellschaftlich etabliert eben. Also Sixtinische Kapelle, bla bla bla, da gibt es so Gemälde, mit dem Finger kommuniziert Gott. Und wenn man den Finger gegen eine Person erhebt, dann ist das sowas wie ein drohendes Ausrufezeichen. Ja, in der Interpunktion ist das ein Ausrufezeichen. Und den wählt man nun mal nicht, wenn man eine Person respektiert und wenn man mit der Person in den Diskurs treten will. Weil damit diskreditierst du ihn und zeigst ihm quasi durch deine körperliche Rhetorik, mein Freund, ich bin über dich gestellt und ich nehme das, was du sagst, nicht ernst und nicht wahr und du hörst mir jetzt zu, weil ich habe recht. Das heißt, du stellst dich durch deine Rhetorik über diese Person. Und das ist insbesondere, wenn man 18 Jahre alt ist und mit Axel Voss spricht, der ja doch ein paar Jahre älter ist und politisch zumindest, man hätte davon ausgehen können, dass er politisch zumindest versierter ist als du, macht man das innerhalb einer Diskussion einfach nicht. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Ich bin auch 30 Jahre alt, vielleicht bin ich da ein bisschen alt eingesessen, aber ich finde das sehr respektlos und ich kann das nicht ernst nehmen. Das macht man nicht. Das hat auch nichts mit irgendwelchen alteingesessenen Traditionen zu tun, die mittlerweile komplett aus der Mode sind, sondern das ist einfach nur in Form von fucking Respekt. Und das macht man nicht. Man unterbricht keine Menschen, das macht man nicht. Innerhalb eines Diskurses schon mal gar nicht. Hast du. Während ich geredet habe, wurde ich unterbrochen und dann habe ich unterbrochen. Das musst du richtig stellen. Okay, dann ist das in diesem Form so richtig gestellt. Aber du hast auf eine Form unterbrochen, die absolut nicht funktioniert. Das geht nicht. Und zu der eigentlichen Thematik vielleicht nochmal.
Ich weiß nicht, ob du diese Umfrage wirklich gelesen hast, weil du hast ja angeblich gesagt, dass du recherchiert hast. Und zwar war ja die Umfrage basierte auf der Frage, sollen Plattformbetreiber für Urheberrechtsverstöße haftbar gemacht werden? Das war ja die Frage der die Umfrage. Und daraufhin haben 41. Kurz weg, Moment. Jetzt geht's wieder. Ich bin gerade eingefroren. Wir warten ganz kurz. Halte den Gedanken, Karl. Karl wird in seinem Redefluss immer... Ja, immer unterbrochen durch den Freeze. Da gehe ich vielleicht ganz kurz. Vielen Dank für die ganzen Follows. Vielen Dank übrigens an... Ich rufe mir das kurz hier auf. Dann können wir das über SPG. Vielen Dank für 2 Monate für den Sub. Frackstube, 18 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Herr Lades, vielen Dank für vielen deine Dank, Subscription. Leute. Vielen Dank für die Unterstützung hier. Danke. Ja, wir warten im Moment, Karl hält sein Wort, vielleicht kann ich ergänzend sagen, ich möchte in der, wobei ich würde eigentlich schon gern, dass Jakob das auch mitbekommt, das ist mir ja, das sehr, ist sehr wichtig. Was ich da ist er wieder. Jakob, du bist wieder da. Ja, ich höre dann immer am Handy mit. Ich weiß okay, nicht, was du immer. Alles gut. Karl, du warst gerade unterwegs. Genau, die Umfrage. Vielleicht, also ich glaube, wir können, es ist ein Ding der Einigung, wir sind beim Zeigefinger, du sagst, geht vollkommen in Ordnung, ich sage, das geht nicht in Ordnung, ich glaube, da kann man sich nicht einig werden, da müsste man jetzt nochmal eine Umfrage machen, ob der erhobene Zeigefinger in Ordnung ist, aber du ich kann inhaltlich sagen, was zu dieser, ich, das ist was genau. Spannendes, Karl, ich würde gerne wissen, was ist mit dieser Umfrage, weil ich habe die nicht gesehen, was hat es damit auf sich, ihr habt beide von Umfrage geredet, worum geht's da, was ist das? Das ist ein Punkt, der sehr, sehr oft auch kritisiert wurde von dieser Protestaktion und zwar auch von dir direkt vor 5 Minuten. Und zwar hast du gesagt, man wird nicht ernst genommen, dir wird nicht zugehört, man versucht dich zu zensieren. In dem Fall hast du nichts anderes gemacht, weil A, sind die Aussagen von Axel Voss nicht auf dem Video zu sehen, sondern nur das Interview, wo du irgendeine Behauptung in den Raum stellst. Die habe ich recherchiert und zwar, indem ich herausgefunden habe, dass diese Umfrage folgenden Titel hatte. Bist du der Meinung, dass Plattformbetreiber für Urheberrechtsverstöße verantwortlich gemacht werden sollen? Ja? Und daraufhin haben 41% gesagt ja, 35% haben gesagt, keine Ahnung, Bruder, und der Rest hat gesagt nein. Bei den unter 25-Jährigen war das ein bisschen anders, da haben 35% gesagt ja, 35% nein und der Rest hat sich enthalten. Daraufhin hast du gesagt, und du hast Axel Voss dazu gedrängt, sich zu entschuldigen, dass er das ja hätte richtig stellen müssen, dass das eine Umfrage war, die nicht Artikel 13 zustimmt, sondern einer Urheberrechtsreform. Und das ist genauso falsch. Denn die Umfrage war, ob denn Plattformbetreiber für Urheberrechtsverstöße haftbar gemacht werden müssen und nichts anderes behandelt Artikel 13. Also ist das eine Sache der Formulierung. Es ist vielleicht eine sehr, 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 sehr fehl zu interpretierende Formulierung von Axel Voss, weil er damit implementiert, dass die Umsetzung von Artikel 13 einer großen Zustimmung einig ist. Aber das ist ja nicht der Fall. Oder 17, ist auch scheißegal. Aber der eigentliche Inhalt oder der Grund, warum Artikel 13 drin ist, dem wurde innerhalb dieser Umfrage zugestimmt. Und ich finde, Axel Voss hat diese initial gestellte Frage relativ gut beantwortet. Und du bist überhaupt gar nicht auf seine Antwort eingegangen. Sondern halte kurz seinen Gedanken. Ich glaube, er ist wieder eingefroren. Nicht, dass er das jetzt verpasst. Vielleicht hört er gerade mit beim Handy mit, aber das ist ja wichtig. Nicht, dass du jetzt redest und er kriegt das gar nicht mit. Ja. An der Stelle auch nochmal Akrusor, vielen, vielen Dank für dein Twitch Prime Sub. Nicht, dass wir das hier vergessen. Wir warten ganz kurz. Bin bei Handy dabei. Okay, er hört zu. Also kannst weitermachen, Karl, und er hört zu. Vielleicht kommt er dann gleich wieder dazu, wenn das Bild sich dann wieder... Ja, ja. Der eigentliche Punkt, den ich damit machen wollte, ist, dass hier Karl auch von der... Und, oh, da ist er wieder. Super. Super. Oh, yes. So. Ja. Ich habe trotzdem nicht alles gehört. Okay, Karl. Karl ist auch noch dran. Ich versuche es nochmal irgendwie aufzugreifen. Also der Punkt, den ich nur machen wollte, ist, dass du mit der Grundthese reingegangen bist, dass sich dort Menschen mit politischen Themen beschäftigen, die keine Ahnung haben, dass du der Experte bist, da du das Internet täglich nutzt und innerhalb dieses nur sehr, sehr kurzen Videos bewiesen hast, dass du dich eben nicht damit befasst. Weil weder die Umfrage als solche wurde korrekt recherchiert, noch wurde die Antwort von Axel Voss in irgendeiner Form gezeigt. Das heißt, du hast Form der Zensur betrieben, für die sich Axel Voss nicht rechtfertigen kann. Keiner von uns, der das Video gesehen hat, wusste, was Axel Voss wirklich gesagt hat. Wir müssen
wir müssen uns darauf berufen, was du hier innerhalb von einem relativischen Nebensatz in irgendeiner Form zusammengefasst hast. Und dann bist du auch nicht auf seinen Inhalt eingegangen. Ja, weil die eigentliche Beantwortung der Frage, die du gestellt hast, die war gut und die hätte Raum für Diskurs, auch für eine Gegenseite geboten. Was du allerdings gemacht hast, ist gesagt, nein, das stimmt nicht, sie haben das falsch gesagt, sie lügen und sie entschuldigen sich jetzt dafür. Und das ist einfach eine Form, die sehr, sehr gut diese Protestwelle widerspiegelt. Und jeder wird dafür gefeiert, das so zu machen. Es ist quasi Mode geworden, Axel Voss den Mittelfinger ins Gesicht zu drücken. Und das ist super traurig, weil das bewirkt nämlich gar nichts. Das ist sogar kontraproduktiv. Dadurch wird Axel Voss noch viel, viel engstirniger in seiner Meinung, weil er sich bewiesen fühlt, weil er sich denkt, Bruder, das, was ich hier mache, das scheint richtig zu sein, weil ich nur Deppen habe, die mich konfrontieren. Und das ist für mich Sinnbild dieser Protestaktion. Uninformiertes Geblubber, Zensur auf beiden Seiten, Fehlinformationen auf allen Seiten und keine wirkliche Fokussierung auf die eigentliche Problematik. Und trotzdem wird's gefeiert. Jakob, wenn du das hörst von Karl. Jakob ist da. Ja. Ach so, wenn du über das Interview sagt, würdest du vielleicht im Nachhinein doch noch was ändern wollen oder sagst du, nee, das ist mein Standpunkt und ich stehe dazu? Natürlich, also ich hätte gerne natürlich richtige Fragen stellen wollen. Nur ist es eben dazu gekommen, dass Axel Voss immer noch meiner Meinung nach und auch, denke ich, der Meinung von den meisten anderen Leuten einfach eine Fehlinformation in den Raum geworfen hat, um uns schlecht dastehen zu lassen, um uns damit einzuschüchtern, von wegen, ey, ihr seid gar nicht so viele, was gar nicht stimmt. Es sind verdammt viele gegen Artikel 13. Es tut mir leid, dich zu unterbrechen, aber du sagst hier, dass Axel Voss eine Fehlinformation in den Raum gestellt hast. Und zwar anhand von den Fragen, die du gestellt hast und der These, die du aufgestellt hast. Erklär mir das doch mal. Weil ich habe es geguckt, ich habe es zweimal geguckt, heute Morgen. Ich habe dort nicht wirklich etwas finden können, was in dieser Form drastische Maßnahmen dieser Art und Weise rechtfertigen würden. Also, in der Umfrage hieß es ja, sollen Plattformen wie YouTube bei Verletzungen des Urheberrechts haftbar gemacht werden? Korrekt. Klar, das sieht Artikel 13 vor, aber Artikel 13 zieht auch Sachen wie zum Beispiel eventuell Upload-Filter mit. Und das ist was anderes, wenn man fragt, okay, wärt ihr dafür, dass YouTube dafür haftbar gemacht wird? Oder seid ihr für Artikel 13? Das ist für mich was ziemlich, ziemlich anderes. Das muss man einfach dann klarstellen. Auch für die meisten anderen. Was für mich halt klar ist, ist, dass es einfach natürlich nicht sehr spezifisch gestellt worden ist. Aber dann sollte man das auch nicht nutzen, um da wirklich zu zeigen, ey, ihr seid eben in der Minderheit, was eben nicht stimmt. Das ist meiner Meinung nach wieder dieses typische, okay, werdet eh ignoriert. Darf ich? Karl. Diese von dir definierte Minderheit, die beruht jetzt auf irgendwelchen Fakten, weil 200.000 Leute auf der Straße waren. Ob jetzt das Ganze eine Minder- oder Mehrheit ist, weiß fucking niemand. Weil du darfst nicht vergessen, dass das ein fucking Tropfen auf den heißen Stein der Gesamtwählerschaft der Bundesrepublik Deutschland ist. Die Leute, die da auf der Straße waren, das ist politisch noch nicht mal in irgendeiner, das juckt keine Sau. Ob da 200.000 Leute auf der Straße sind, das juckt fucking niemanden von den Politikern. Die lassen sich dadurch nicht beeinflussen. Das heißt einfach nur, da sind lautstarke Menschen, die Parolen wie nie wieder CDU dahin blubbern, aber das ist noch auf gar keinen Fall in irgendeiner Form mit einer politischen Mehrheit gleichzusetzen. Das ist schon mal pauschal. Punkt 2. Du sagst, dass er dort eine Fehlinformation deiner Meinung und der Meinung vieler anderen wiedergegeben hat. Und genau das ist der fucking springende Punkt. Deiner Meinung nach und der Meinung von vielen anderen. Die Leute, die in deinem Stream bei deinem Q&A-Video zugeguckt haben, das waren Leute, die Fragen gestellt haben wie, warum lügt Axel Voss? Und als Antwort kam, keine Ahnung. Das musst du ihn selber fragen. Ja, Freunde, das ist genau das, spiegelt doch diese Protestwelle wider. Die Leute sind komplett uninformiert. Bitte? Dann hast du ihn ziemlich komplett Habe ich auch nicht. Das waren 2 Stunden lang und ich habe die ersten 10 Fragen waren, warum lügt Axel Voss? Und dann habe ich gesagt, Bruder, ich habe meine Zeit, ich trinke jetzt lieber noch einen Kaffee. Aber es spielt auch keine Rolle. Wenn du sagst, dass das eine Fehlinformation war, dann kann ich dir einfach nur sagen, dass das keine Fehlinformation ist, sondern einfach nur eine politisch sehr, 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 sehr geschickt formulierte Interpretation dieser Umfrage. Wenn die Umfrage ist, seid ihr dafür, dass Plattformen dafür haftbar gemacht werden können?
dann ist es politisch sehr, sehr geschickt formuliert zu sagen, genau das versucht Artikel 13. Und zwar die Plattformen für ihre Urheberrechtsverstöße haftbar zu machen. Was du meinst ist, die Leute stimmen nicht mit der Art und Weise der Definition, wann diese Haftbarkeit in Kraft tritt, überein. Das wurde aber nicht gefragt. Und dadurch, dass es nicht gefragt worden ist, kann man das sehr wohl genauso interpretieren. Und zwar ohne, dass man darüber diskutieren kann. Politiker sind nicht dumm. Die haben Teams hinter sich, die jeden einzelnen Satz, die sagen, genauestens recherchiert haben. Und die versuchen sich nicht in irgendeiner Form in die Scheiße zu reiten. Und die wählen rhetorische Mittel, die man, es tut mir leid, aber als Ungeübter einfach nicht begreifen kann. Und genau aus dem Grund macht man sich zum Deppen, wenn man denen dann irgendwelche Lügen vorwirft. Ich habe fertig. Okay, Jakob, willst du dazu noch, also es ist ja ein Meinungsaustausch. Vielleicht hast du ja, wie gesagt, auch eine andere Meinung. Was denkst du darüber, was Karl sagt? Ich habe jetzt wieder minimal was verpasst. Das Größte habe ich aber mitbekommen. Was ich finde, ist halt einfach, es treffen Fronten aufeinander und da wird man nicht auf ein Ergebnis treffen, weil, wie gesagt, ich habe da meine Meinung, er hat da seine Meinung, da hat Axel Voss auch eine eigene Meinung. Das sind viele Faktoren einfach. Okay. Also was ich vielleicht nochmal sagen möchte, weil das eben so ein bisschen auch rüberkam mit dem Argument, vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ist das zu oldschool oder so. Ich finde immer, wenn ich gemerkt habe, dass jemand in meine Richtung massiv gestikuliert, auch, also ich möchte einfach nur mal ganz, ganz fair und ehrlich meine Meinung präsentieren. Also ich würde gerne mal Axel Voss in den Dialog gehen, das möchte ich ehrlich sagen, und ein paar wirklich nette Fragen stellen, auch sicherlich die ein oder andere, das glaube ich, das möchten auch alle so haben, investigative Frage, aber auf der anderen Seite auch einfach Dinge verstehen wollen, warum er vielleicht da so dran geht. Vielleicht kann er das am Ende nicht beantworten, vielleicht kann er es doch, das würde es zeigen, wenn wir die Chance hätten, also ja, liebes Büro da von Axel Voss, ihr schreibt immer nette E-Mails mit uns, wir brauchen einen Termin bestätigen. So. Nee, aber was ich glaube ist, wenn man, weißt du, ich habe mir das Video natürlich auch angeguckt und mir ist auch, Jakob, mir ist auch eins aufgefallen. Ich glaube, wärst du vielleicht vorbereitet an die Nummer rangegangen, argumentativ stark und geladen und inhaltlich gut vorbereitet, dann glaube ich, vielleicht hättest du den Finger nicht heben müssen, um in eine Form der, ja, vielleicht auch Abwehrhaltung zu gehen und versucht, durch die Körpersprache und durch die Gestikulierung da etwas aufzubauen vor, in dem Fall diesem Politiker, um ihn vielleicht versuchsweise zu einzuschüchtern, ich sag das mal so. Ich glaube einfach, bei dieser Sache und ich habe in den letzten Sendungen, wir haben ganz oft darüber geredet und ich habe immer wieder kritisiert, der Steffen kann das schon auswendig mittlerweile, dass wir immer wieder den Weg des Dialoges verlassen und reden und dem Gegenüber vielleicht mal sagen, aber guck mal, das funktioniert so nicht, weil, und ich erkläre dir jetzt mal, warum das nicht funktioniert oder wo ist das Problem und pass mal, wenn ich das mache, das ist der Filmproducer, ich bin der YouTube-Content-Creator und das ist der Musiker. Lass mich dir doch mal was erklären und lass uns darüber mal sprechen, wie kann das funktionieren und glaubst du, das kann technisch funktionieren? Also wenn ich mit dem einfach mal, ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, auch in so einer Runde, schlau, dass ihr darauf aufmerksam geworden seid, dass der in irgendeinem Bürgerhäuschen labert. Ja. Das hätte ich beim Bierchen gern genutzt mit Axel Voss. Den hätte ich auf ein Bierchen eingeladen und gesagt, komm Axel, lass mal einen Tresen. Ich weiß, du hast nicht viel Zeit und vielleicht hast du auch nicht viel Bock, aber ich will dir gar nicht irgendwie auf die Füße treten, sondern hast du eine Viertelstunde für ein paar quicke Ideen? Lass uns doch mal darüber reden, so, ja. Und vielleicht hätte der das nicht, vielleicht wird er es nicht ändern, aber es ist nicht ein befriedigendes Gefühl für rauszugehen, zu sagen, ey, ich habe dem auf jeden Fall mal vielleicht erklärt, was der Filmproducer cool findet, was der YouTube- oder Twitch-Content-Creator oder wie auch immer, der keine Ahnung, was es alles für Plattformen gibt, Content-Creator, was er nicht cool findet und was der Musiker vielleicht auch noch irgendwie an Artikel 12 bemängelt und 11 und was da nicht alles vergessen wird, ja, in der ganzen Debatte. Und dann kann man zumindest, vielleicht nimmt er das ja doch mit. Ich kann das gar nicht einschätzen. Ich habe das Gefühl, viele Politiker, mit denen wir hier so auch Beispiele durchgeführt haben, klar, die waren immer auch natürlich inhaltlich dagegen. Das war für uns sendungstechnisch auch immer ein bisschen einfacher. Aber einfach mal, weißt du, Dialog und der nackte Finger und laut werden und ins Wort rein. Weißt du, man bekämpft ja auch, du hast eben was gesagt.
Ich war vielleicht mit 18 auch so, deswegen bin ich ein bisschen, versuche ich das ein bisschen nüchtern zu betrachten. Und das meine ich gar nicht böse, das kennst du wahrscheinlich von Mutti und Vati, den Satz. Aber weißt du, Jakob, Feuer mit Feuer, das hat noch nie funktioniert. Ganz im Gegenteil, das hat immer nur zu Kriegen geführt und am Ende des Tages hat man festgestellt, dass ganz viel Scheiße hinter uns liegt und die müssen jetzt andere wegräumen. Und ich finde irgendwie genau das ist, das hast du eben indirekt gesagt. So, wenn der mich unterbricht, dann trete ich da sozusagen auch die Tür ein. Aber das führt ja gar nicht zum Erfolg am Ende des Tages. Und für dich ist das vielleicht doch gar nicht befriedigend, ich weiß nicht. Vielleicht ist es für dich befriedigend, dass du Content kreiert hast, der natürlich massiv Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich hoffe, er kriegt alles mit, weil er ist immer wieder mal weg. Und ja, ja. Also ansonsten gibt es ja ein VOD. Ja, vielleicht ist die Befriedigung der Content, der daraus generiert wurde. Aber inhaltlich irgendwie finde ich das auch. Also da muss ich mal, ich weiß nicht, was Steffen gleich noch sagt, aber da muss ich wirklich Karl zustimmen. Und das, was ich die letzten Wochen immer wieder gesagt habe, Dialog, ey. Der Dialog, Leute, führt uns. Wir leben hier und jetzt kommt mal, jetzt dürfen wir alle, nein, nicht, das ist gar nicht, ich will das sagen, wir wohnen hier direkt an der irischen Grenze und wir haben, die Iren hier haben alle Angst vor dem Brexit, ja. Und zwar geht's da um ein hochbrisantes politisches Thema, aber die Menschen haben Angst vor Terror, vor IRA und Red Hand of Ulster, dass die wieder aufeinander knallen. Und wichtig ist in dieser Thematik der Dialog. Und alle prügeln auf May ein, aber am Ende des Tages versucht er doch irgendwie im Dialog diese ganzen Häuser, Unterhäuser, Oberhäuser irgendwie zusammenzuführen. Das ist eine massive Thematik und man muss sich, Politik ist nicht einfach und das wussten wir, als wir auch mit der Sendung hier angefangen haben und gesagt haben, lass uns Politik und Politiker auf Twitch bringen. Ja? Aber ich finde, die Kunst ist irgendwie, das versuchen wir irgendwie mit Fragestellung, mit Gesprächen und mit Dialog irgendwie zueinander zu kommen und zu schauen, was ist möglich. Und also ich bin ein bisschen neidisch auf dich, dass du die Chance hattest, in den Dialog zu gehen. Und ich finde es auch gut, dass junge Menschen wie du diese Chance erhalten oder diese Chance nutzen können, in den Dialog zu gehen. Aber sei mir nicht böse, ich war ein bisschen enttäuscht und finde es schade, dass du, glaube ich, hochmotiviert in diesen Stadel reingeplatzt bist und wahrscheinlich ganz unruhig auf dem Stuhl gesessen hast, weil du endlich loswerden wolltest, was du loswerden willst und den Axel da mehr oder weniger das Knie weggetreten hast. So, und er natürlich sofort, und da gebe ich ehrlich, der Mann ist rhetorisch, ist der geschult, der macht nicht alles richtig und die tweeten auch schon mal scheiße, Stay hat ja eine Agentur dafür, der kann da helfen, ja, die tweeten auch schon mal Müll, so, das macht jeder, ich habe auch schon mal Müll getweetet, so, ja, aber grundsätzlich, Daniel sagt immer, ich weiß nicht, was Steffen dann noch sagen will, er fasst das ja immer gut zusammen, wir sind da meist einer Meinung, ja, also ich finde tatsächlich auch, aber ich bin auch über 30 und wie Daniel gesagt hat, vielleicht wäre ich auch zu jüngerer Zeit auch mit dem erhobenen Finger dahin gegangen, ich weiß es nicht, ich finde es, aber ich habe das immer als respektlos gesehen tatsächlich, egal wo, egal mit wem, egal welches Alter. Ich finde das, wie gesagt, nicht, dass man seinen Standpunkt dann klar macht, sondern dass man auf jemanden aggressiv dann losgeht und dann verschließt sich vielleicht die andere Person auch gegenüber. Wie gesagt, wir wollen hier in den Dialog gehen, auch mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Menschen. Uns wird auch, wenn wir hatten Gäste von der AfD zum Beispiel auch eingeladen, da wird uns auch unterstellt, dass wir solchen Leuten vielleicht keine Plattform bieten sollten. Wir wollen aber in den Dialog gehen und vielleicht, also mit unserer Sendung möchten wir informieren und auch Leute zum Nachdenken anregen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn wir immer mit dem erhobenen Finger dann auch auf solche Gäste losziehen, dann verschließen die sich und wir können nicht informieren oder auch die Leute da zum Nachdenken anregen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht hier, wie gesagt, man lernt ja auch im Leben immer dazu. Wir haben auch, also wir sind out, wir lernen auch jeden Tag dazu. Karl lernt auch jeden Tag dazu, Mann. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also, wie gesagt, jeder hat auch eine andere Meinung und wenn irgendeiner sagt, ich lerne nichts mehr dazu, dann ist dem eh nicht mehr zu helfen. Also ich, keine Ahnung, ich habe so viel gelernt in den letzten Jahren und auch durch Daniel, durch die Gäste hier, man kriegt verschiedene Meinungen gesagt und ich finde das ganz wichtig, dass man dem anderen gegenüber auch zuhört und nicht einfach dann verschließt und einfach seinen Standpunkt, und daher hebe ich den Finger, den Standpunkt durchbringen möchte. Das ist nämlich, für meiner Meinung nach, ist das der falsche Weg.
Ja, ich finde vor allen Dingen, Jakob, sag, bitte. Also meiner Meinung nach ist es natürlich auch nicht der perfekte Weg gewesen. Nur warum ich das gemacht habe, war ganz einfach, man muss die Gesamtsituation betrachten. Von Anfang an war es so, dass Axel Voss versucht hat, dem Ganzen zu entkommen. Obwohl, also gerade die Frage, ob es denn, also weil er meinte, er würde die Mehrheit vertreten. Womit er das denn begründet? Gäbe es 5 Millionen Gegenstimmen, also gegen die Demonstranten quasi, oder gegen die, die Petition unterschrieben haben. Da konnte er keine Antwort drauf geben. Und er hat die ganze Zeit versucht, uns irgendwie zu entkommen. Und dann, als ich dran war, also ich wäre dran gekommen, allerdings wurde dann gesagt, nein, machen wir nicht mehr, weil dann eine sehr kritische Frage im Raum schon stand und dann gesagt worden ist, von wegen, ja, jetzt müssen wir langsam mal ein Ende finden. Und dass er dann am Ende meinte, von wegen, ja, es ist ja alles gar nicht so schlimm, das war dann so für mich der Knackpunkt, okay, jetzt möchte ich das klarstellen, dass er meiner Meinung nach und der Meinung von vielen anderen sehr wahrscheinlich auch, die Umfrage falsch benutzt hat, um das klarzustellen. Und da war es halt leider so, dass es dann so gekommen ist, dass ich nicht respektiert worden bin und dann habe ich vielleicht auch noch nicht genug Respekt gezeigt. Das ist halt vielleicht ein blödes Zusammenspiel gewesen, aber letzten Endes, finde ich, ist das halt einfach das Ergebnis und das steht halt so und so bleibt es halt. Okay. Karl, du hast da, glaube ich, noch was zu sagen. Also ich würde, sag da gerne was zu und dann ich irgendwann. Möchte, also da ja. geht es da darum, weil ich habe ja dieselben Fehler gemacht, Alter. Ich war auch mal jung und ich war auch politisch engagiert und ich habe auch sehr, sehr viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich kann dir nur eins sagen und das ist altersbedingt, dass ich das so sagen kann oder erfahrungsbedingt. Im öffentlichen Leben, wenn man Influencer ist, YouTuber, Instagrammer, Twitcher, Twitch-Kritiker, dann fällt es einem sehr, sehr einfach, in sehr jungen Jahren in ein Denkschema zu verfallen, indem man sagt, meine Meinung ist auch die Meinung von vielen anderen. Was man damit allerdings im Endeffekt sagt, ist meiner Meinung nach und der Meinung von vielen der Leute, die mich feiern. Und das ist nie in irgendeiner Form Grundlage für eine ordnungsgemäße Diskussion oder eine fundamentierte Meinung. Meinung sollte niemals auf der von anderen, insbesondere nicht von Followern oder Fans beruhen, sondern immer auf informierten Argumenten. Und du kannst noch so häufig sagen, dass es deine Meinung war, dass es fehlverwendet wurde und dass es auch die Meinung von vielen anderen war. Das spielt unterm Strich alles keine Rolle, wenn diese Meinung uninformiert ist. Das führt nur dazu, dass Menschen wie Axel Voss, die rhetorisch brillant sind und die ein Team hinter sich haben, das das Ganze populistisch bearbeiten kann, dass die genau das, was du sagst, obwohl du es gut meinst, gegen dich verwenden. Und zwar zu Recht. Wenn Axel Voss das hört und sagt, das ist deine Meinung und die Meinung vieler anderer, dann kann sich Axel Voss hinstellen und sagen, ja und genau deshalb seid ihr dumm. Und deswegen lasst den Papa mal die Entscheidung hier treffen. Und er hat Recht mit dem, was er sagt. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, sich zu informieren. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, nicht auf einer Welle des positiven Zuspruchs zu reiten, sondern selbst das, was man sagt, in Frage zu stellen. Und wenn man es für sich selbst ausreichend begründet hat und argumentativ belegen kann, dann bist du in der Lage, Axel Voss entgegenzutreten. Und dann musst du nicht Feuer mit Feuer bekämpfen, sondern kannst du sein dämliches Feuer auspissen, metaphorisch. Und zwar ohne Finger. Jakob, vielleicht dazu noch was oder sagst du, ist okay? Also ich habe die Hälfte, wie gesagt, nicht mitbekommen. Ist leider gerade ein bisschen blöd. Jetzt das Ende, klar, kann ich nachvollziehen. Das habe ich auch mitbekommen. Wie gesagt, es ist halt dazu gekommen und was soll ich daran ändern? Ich finde nicht, dass nur ich hier respektlos gegenüber dem anderen gewesen war. Denn ans Handy zu gehen, die ganze Zeit versuchen abzulenken, denn es war ein Ablenkungsmanöver, eindeutig, weil wenn ich ihm einen Vorwurf mache und er dann ankommt und über Tinder redet, da haben auch viele darüber kommentiert, warum jetzt auf einmal Tinder und sowas, das ist reines Ablenkungsmanöver, finde ich. Und wenn man mir dann vorwirft, ich wäre respektlos, weil ich ihm ja nicht antworten würde darauf, finde ich nicht, weil ich meine Diskussion oder meine Meinung da weiter versuche durchzusetzen, was er aber versucht hat, irgendwie zu umgehen. Und es ist halt so, es beruht auf Gegenseitigkeit und das ist halt leider so gekommen.
Okay. Ja, ja, dann, wir haben noch eine Abschlussfrage, die wir immer fragen. Erst einmal vielleicht ein Shoutout nochmal an beide. Wenn ihr den einen mögt, den anderen mögt, keine Ahnung, lasst ein Follow da, supportet die zwei sehr, sehr gerne. Wir haben auch noch Fragen im Discord, aber wir bringen das jetzt hier zum Abschluss. Wie gesagt, vielleicht nehmen sich die zwei nach der Sendung noch ein bisschen Zeit, um auf ein paar Fragen einzugehen. Ich würde sagen, wir fangen mit Jakob an. Jakob, erstmal vielen Dank, dass du so kurzfristig dir die Zeit genommen hast, hier bei dem Dialog mitzumachen. Was möchtest du denn noch abschließend den Zuschauern vielleicht mit auf den Weg gehen oder abschließend einfach sagen? Also ich möchte da was sagen, was ich immer wieder sage, dass es verdammt wichtig ist, wählen zu gehen. Denn gerade das, was wir jetzt aktuell mitbekommen, ist das, woraus wir lernen sollten, dass, wenn man nicht wählen geht, dass eben eine Meinung verschenkt wird. Wir sind selber schuld, quasi als Bevölkerung, dass jetzt Leute, die wahrscheinlich weniger Ahnung davon haben, im Parlament sitzen und einfach mehr die ältere Generation vertreten. Und das ist unser eigener Fehler und den müssen wir selber einsehen und dagegen auch ankämpfen und selber natürlich wählen gehen, denn das ist verdammt wichtig. Und was oft gesagt wird und mir auch geschrieben wird von wegen, ja, aber wenn ich ja alleine wähle, bringt das nichts. Da muss man einfach das Beispiel geben, dass wenn eine Einzelperson sagt, meine Stimme zählt nicht, aber diese Leute sich dann trotzdem dazu selber überreden, doch wählen zu gehen, da muss man sich vorstellen, wenn 1000 Leute dasselbe denken, dann kann das einen ganzen Prozent ausmachen. Das kann verdammt viel, das kann verdammt entscheidend sein und das ist verdammt wichtig. Und man sollte nie das Vertrauen in die Politik verlieren. Und vor allem auch nicht, wenn Artikel 13 zumindest in Form von den Upload-Filtern so nicht durchkommt. Denn es wird immer wieder so sein, dass man versucht, irgendwas aufzudrücken, was einem wahrscheinlich auch nicht gefällt. Und man muss immer für seine eigene Freiheit, für seine eigene Meinung, für seine eigenen Werte einfach und Rechte selber immer gerade stehen. Und man ist halt auch nicht nur für sich verantwortlich, man sollte nicht immer nur auf sich achten, sondern auch auf die Generation nach uns. Denn die Generation vor uns haben zu großem Teil leider, gerade die jungen Leute, wenig gewählt. Und das ist genau das Ding. Wenn wir jetzt zeigen, okay, wir als junge Generation werden wählen gehen, dann können wir auch sagen, okay, wir haben dafür gesorgt, dass wahrscheinlich auch jüngere Parlamente vertreten. War der Ton weg? Ja, okay, alles gut. Alles gut. Oder auch nicht. Wir warten ganz kurz. Bevor wir dann zu Karl übergehen. Wahrscheinlich wird Jakob gleich wieder da sein. Ja, war auf jeden Fall technisch heute die schwierigste Sendung, möchte ich sagen. Die 29. Sendung, ja. Definitiv, aber er hört uns, glaube ich. Er hört uns übers Handy, weil Hemat hat gesagt, warum spielt er am Handy rum? Wenn er die Probleme hat, hört er uns trotzdem zu, ja. Damit er so das auf jeden Fall mitbekommt. Wichtig ist, ich will da gar nicht zu massiv reingerätschen, was Jakob eben gesagt hat. Vielleicht kann ich das schon mal erzählen. Ja. Er ist, glaube ich, wieder jetzt, da. Ja, jetzt bist du wieder Jakob. Ich habe euch auf dem Handy gehört. Okay. Die letzten Momente. Okay, dann bring das zu Ende. Ja, ab wann... Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir darauf achten, dass wir nicht nur für uns wählen gehen, sondern auch für die Generation nach uns und wir dafür auch mitverantwortlich sind. Okay. Jakob, ich habe noch eine kurze Frage. Wo kann man dich das nächste Mal vielleicht live sehen? Hast du schon irgendeinen Plan oder sagst du, hey, erst in 2 Monaten geht das mit dem YouTube los? Also YouTube werde ich jetzt auf jeden Fall weiterhin betreiben, natürlich. Nicht sehr häufig, aber auf jeden Fall in 2 Monaten wirklich versuchen, als Hauptberuf zu sehen. Und ansonsten sieht man mich auf jeden Fall auf den nächsten Demos. Ich werde auf jeden Fall dabei sein und steht auch im engen Kontakt zu den Organisatoren, zum Beispiel Sebo. Hoffe, dass da natürlich auch trotzdem immer noch viele Leute erscheinen. Okay. Ja. Mein Wunsch wäre einfach, du hast das gesagt, junge Leute wählen gehen und so, ich bin dabei, aber ich greife vielleicht nochmal was auf, was Karl eben gesagt hat, das Allerwichtigste ist, auf jeden Fall wählen gehen, aber folgt bitte beim Wählen gehen, das sage ich als alter Knacker mit 36 Jahren, folgt bitte nicht irgendwelchen Twitter-Hashtags bei eurer Entscheidungsfindung zur Partei, sondern sage ich auch immer wieder, ja, man soll sich halt...
Genau, setzt euch bitte damit auseinander. Was machen die einzelnen Parteien und nicht nur die Gesamtpartei, sondern, und das fehlt mir auch in diesem kompletten Dialog, Krieg, was weiß ich, was hier gerade stattfindet, mit der CDU auch mal inhaltlich. Wir haben schon mit ganz vielen CDU-Politikern gesprochen, also so behind the scenes, nicht in der Sendung, die gesagt haben, ja, wissen Sie, ich kann in die Sendung kommen, aber ich bin halt auch dagegen. Und sie wollen ja vielleicht auch mal eine andere Meinung hören, so, ja. Also wichtig ist einfach, dass man sich inhaltlich damit auseinandersetzt, auch mit den Politikern und einfach mal schaut, was ist so die Richtung und wie kann sich eine Partei vielleicht auch noch innerhalb einer Periode entwickeln und was ist da möglich, so. Also das ist ganz wichtig. Bitte folgt nicht irgendwelchen Hashtags, sondern setzt euch damit auseinander. Nicht nur mit dem Wahlprogramm, aber das ist zumindest auf jeden Fall schon mal ein Start. Und dann auch einfach mal zu schauen, was machen die Parteien, was für ein Standing haben die Parteien und was passiert da so in den letzten Jahren. Das ist wichtig. Karl, Mann. Abschließend, Karl. Erstmal vielen Dank, dass du auch so kurzfristig dann noch Zeit gefunden hast, hier mit Jakob und mit uns in den Dialog zu gehen und die Sichtweisen, was ist denn los? Viel zu viel geredet. Die Sichtweisen auszutauschen. Wir? So rum. Heute? Wir? Nee. Karl, was möchtest du vielleicht noch mit auf den Weg geben, vielleicht den Zuschauern, Jakob, uns, der Welt? Sag nicht, Twitch Prime ist kostenlos. Informiert euch, engagiert euch, Twitch Prime ist kostenlos. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man zugehört hat, dann wird man sehr, sehr viele wichtige Informationen da rausfiltern können. Auch ich laber ultra viel Stuss. Ich bin auch niemand, dessen Meinung man ungefiltert einfach übernehmen sollte. Das funktioniert bei keiner Meinung. Dafür sind wir einfach alle nicht in der Lage, in irgendeiner Form politische Entscheidungen zu treffen. Ich will auch kein Politiker werden. Hört auf, Parteien zu gründen. Lasst den Scheiß bitte. Ihr seid Twitter, Streamer, YouTuber, was auch immer. Aber ihr seid keine Politiker. Da gehört mehr dazu als ein lustiger Name. Ist das jetzt ein Meme? Das ist ein Meme. Das ist auch vor allem gegen Meme. Wirklich, wenn ihr irgendwas Interessantes, eine sehr, sehr polarisierende Meinung kennenlernt oder erfahrt oder hört und ihr euch dafür engagieren wollt oder dagegen vorgehen wollt, dann ist die höchste und wichtigste Maxime, dass ihr euch zunächst über die Scheiße informiert. Und hätten das mehr Leute gemacht, dann wäre das nicht so verdammt peinlich gewesen, was in den letzten Monaten hier passiert ist. Mir tut es leid, um da Frau Dr. Sitte zu zitieren. Unterm Strich ist diese fehlgeschlagene Urheberrechtsreform nichts anderes als eine vertane Chance. Und das ist super traurig, weil jetzt müssen wir wieder warten. Und zwar lange. Und wir werden nicht zufrieden sein mit dem, was wir kriegen. Deswegen schaltet euer Scheißhirn ein. Hört auf, irgendwelche Parolen ungefiltert als eure Meinung zu übernehmen. Und engagiert euch, wenn ihr bereit seid. Fertig. Mhm. Also wir haben schon gehört, vielleicht kriegen wir ja auch jemanden von der Partei Meme dort, also von dieser Organisation, hier zu Gast. Okay. Vielleicht kann man da auch in den Dialog gehen mit dem Twitch-Kritiker vielleicht irgendwie in der Zukunft. Herr Newstime wäre noch etwas, wo wir auch gerne die Meinung hören würden. Heribert Hirte oder auch Axel Voss. Wir sind dran, Leute, auf jeden Fall. Vielen Dank, echt. Ich will kurz was fragen. Du hast gerade gesagt, Partei, ist das eine Partei? Nee, eine Organisation. Oder? Ja. Ja, habe ich dann doch lange gesagt. Ein Witz ist das doch, oder? Was? Ein Witz ist das doch, oder? Ich habe da meine Meinung zu. Jetzt hier winkt Rudi gerade neutral. Neutral. So, Pause. So, es ist schwierig. Darf ich da, um es in den Worten deswegen ja zu Gast. Und da schwierig. Kann man mal in den Dialog vielleicht. Genau, aber gehen. Wir wollen ja, wir gucken mal. Vielleicht kommt jemand zu Gast und wir haben immer zwei Ansichten hier. Da können wir fragen, ob das eine Partei werden soll oder eine Organisation ist oder wie Karl das sagt, halt ein Witz. Was anderes. Vielleicht hast du ja an dem Tag dann auch nochmal was zu sagen. Ja, wir schauen mal. Oh, ja. Nee, das machen die nicht. Okay. Ja, wer weiß. Weil das ist ja hier, man kann doch mal sich austauschen. Jungs, an dieser Stelle, normal gehen wir kurz in die Werbung, entlassen die Gäste, wir machen das heute anders. Wir möchten uns bedanken, mit diesen beiden Gästen diesen Dialog definitiv hier geführt zu haben, möchte mal ehrlich sagen. Also hier hat ein Dialog stattgefunden und man hat hier Ansichten ausgetauscht, man hat versucht vielleicht auch nochmal ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, genau das, was wir wollen, ja. Und
Wie gesagt, auch ich kann mich nur bei beiden Gästen bedanken, dass sie sich da auch drauf eingelassen haben. Und jetzt ist nur noch Karl da. Jetzt kommt wieder. Okay, wir sagen ja jetzt auch schon tschö. Wir sehen uns morgen wieder ab 9 Uhr, Leute. Wer Bock hat, es geht um Cosplay und der Entwicklung von Cosplayern auf Patreon, ja, zu Gast ist iJennyN, ja, und wir talken darüber, eventuell kommt noch ein zweiter Gast dazu, aber der ist noch fraglich, da ist Jakob wieder, und das geht morgen ab 9 Uhr los. Wir gehen jetzt sozusagen die Abmoderation. Karl, die Frage fehlte noch, streamst du nachher? Die Leute haben alle im Chat gefragt. Das fragt man nicht in anderen Twitch-Streams. Ach, erzähl keinen. Streamst du heute? Wann geht's bald? Weißt du, wann's losgeht, Karl, bei dir, ungefähr? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich heute auch streamen werde, wie jeden Tag, ja. Ja, okay. Also gleich aufpassen. Vielleicht reactet er ja nochmal. Ja, So. Man weiß es nicht. So. Ja, Ja, also mir hat es echt, war mir eine Freude. Checkt die beiden Links von den Jungs aus. Checkt die aus und supportet Albo, bevor ich das vergesse. Erstmal vielen Dank noch für die ganzen Follows und Albo, vielen Dank für die 130 Bits. Vielen Dank dafür. Danke für den Support. Wenn ihr Bock habt, morgen 9 Uhr, Leute, wie gesagt, Cosplay und Patreons auf uns. Folgt dem Kanal hier, der ist geil. Danke dir. Danke. Danke, Mann. Wenn ihr Lust habt, und dann sehen wir uns morgen. 9 Uhr, Leute, mit iJennyN. Wird auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja? Wird spannend, auf jeden Fall. Wir sind raus. Aus die Maus. Aus die Maus. Und hier sind die Credits. Danke ans gesamte Team und an die Redaktion, die das noch vorbereitet. Und an alle Leute, die hier sind. Egal, ob ihr einen Kaffee getrunken habt, einen Tee getrunken habt oder so. Vielen Dank. Bis morgen. Ist ja jetzt gut. Ciao. Ciao. Ciao.